Die neuen MacBooks sind maximal 1,31 cm dick. Dafür notwendig war laut Apple eine neue Konstruktion von Tastatur und Trackpad. Das sogenannte Force Touch Trackpad ist nicht mehr beweglich. Stattdessen unterscheidet es zwischen normalem und kräftigem Druck. Neu ist auch, dass der Apfel nicht mehr leuchtet. Das 12-Zoll-Display hat Retina-Auflösung. Zwei Kernprozessor und Grafikeinheit kommen von Intel. Das komplett aus Metall gefertigte Gehäuse benötigt keinen Lüfter. RAM und SSD sind fest verlötet.